muss noch kurz mein Gewand festzurren. So. Seid ihr ready, Jungs? Alles klar. Ich auch. Los geht's. Hallo bei 9,5. Ihr seht schon, mein Team und ich, wir sind heute ein bisschen anders angezogen, denn wir tauchen heute ab in eine Welt voller Elfen, Orks, Banditen und tapferer Heldinnen und Helden. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Das hier sind zwei dieser Heldinnen. Die Waldläuferin Aloy und Elariel, meisterhafte Bogenschützinnen. Im echten Leben heißen die beiden Linnea und Hannah. Aber an diesem Wochenende bleiben sie die meiste Zeit in ihren Rollen, die sie sich selbst ausgedacht haben. Denn sie sind Teil eines Spiels. Ich bin nämlich beim Spektakulus, einem LARP-Event. Das steht für Live-Action-Roleplay, also Live-Rollenspiel. Dabei schlüpfen alle Teilnehmenden in die Rolle eines selbsterdachten Helden oder einer Heldin und sind Teil einer Geschichte. Und die ist schon in vollem Gange. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ich habe schon ein bisschen was verpasst, ne? Was ist passiert? Also, unsere Königin Lyra wurde gekrönt. Und dann gab es eine schöne Feier. Dann kamen Elfen aus Elfenhain und haben uns gebeten, dass wir ihnen helfen, weil ihre Stadt von Banditen überfallen wurde. Von den Banditen von Tarik Einauge. Ja. Okay, das heißt, was ist jetzt eure Mission? Was ist der Auftrag? Also, wir wandern jetzt zur Elfenstadt, Elfenhain, und versuchen dort, die Banditen zu vertreiben. Alles klar, kann ich euch dabei helfen? Ja, aber pass auf, wenn du Orks begegnest. Okay, ich werde aufpassen. Teil unserer Gruppe ist ihre Majestät, Königin Lyra selbst. Marschieren wir, um Elfenhain zu retten! Auf nach Elfenhain. Angeführt werden wir von einem von Lyras Hauptmännern. Werden Elfen und Menschen es rechtzeitig in die Elfenstadt schaffen? Auf dem Weg lauern nämlich viele Gefahren. Kaum sind wir aufgebrochen, zeigen sich die Banditen von Tarik Einauge zum ersten Mal. Zum Glück können wir uns im Unterholz verstecken. Wenig später erwartet uns eine erste Aufgabe. Ich bin über einen Baum gestolpert. Ich bin aus meiner Mine gekommen und wurde von Orks überrascht. Ich habe schnell ein paar Diamanten fallen gelassen, um sie abzulenken, aber es hat nicht funktioniert. Während die Heilerin den Minenarbeiter versorgt, suchen wir rund um die alte Mine nach den verlorenen Diamanten. Dann ziehen wir schnell weiter, denn wahrscheinlich sind die gefährlichen Orks noch ganz in der Nähe. Ja. Habe ich das richtig gehört, dass Orks Elfen essen? Elfenohren, ja. Oh. Dann muss ich jetzt auf meine Ohren aufpassen. Es dauert tatsächlich nicht lange, bis wir sie treffen. Orks. Ja, da hinten ist auch einer. Und der kommt von rechts. Vorsicht! Die Orks greifen aber nicht an, sondern scheinen mit uns reden zu wollen. Ich bin nicht geduldig. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also die Orks machen mir schon ein bisschen Angst. Meine Königin! Wovon? Von meinem Königreich! Welches Königreich? Wenn du das nicht weißt, bist du einfach dumm. Ich sag dir eins. Hier ist nicht euer Königreich. Orkisches Land. Hier ist Orkland. Da, wo ein Ork seinen Fuß drauf sitzt, ist orkisches Land. Die Männer, die in den Kostümen der Orks stecken, und auch unser Hauptmann und unsere Königin, sind übrigens keine Spieler, sondern NSCs, Nichtspielercharaktere. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte ein Stück weit zu lenken. Hannah und Linnea dagegen sind SCs, Spielercharaktere. Nach einem hitzigen Hin und Her können wir die Orks zum Glück mit den gefundenen Diamanten bestechen und dürfen weiterziehen. Aloy, Elariel und die anderen machen eine kurze Stärkungspause. Die Zeit nutze ich, um mal mit Hannah und Linnea zu sprechen. Und ihr habt ja jetzt auch schon beide mehrfach an Live-Rollenspielen teilgenommen, ne? Also warum habt ihr immer wieder Bock mitzumachen? Also mir macht am meisten Spaß, dass es eben so cool ist, dass man wie in so einer anderen Welt ist. Weil sonst beschießt man ja keine Orks mit Pfeilen und so. Und dass man einfach so aus dem normalen Schulalltag und so mal raus ist. Meine Worte. Also ich lese auch lieber wirklich Fantasy-Bücher und nicht so gerne welche über diese Welt,
weil das kenne ich halt alle schon und ich möchte neue Dimensionen entdecken. Ist einfach mal cool, so ganz jemand anderes zu sein. Und was ist jetzt so das Herausforderndste bei diesem Live-Rollenspiel? Also für mich, das wirklich alles zu spielen. Also auch seinen Charakter eben zu spielen und die Interessen des Charakters zu vertreten und nicht die von mir. Ist halt interessanter, wenn deine Figur mehr so Hintergründe hat. Was mag sie nicht so gerne? Und wie reagieren so die anderen darauf, dass ihr Live-Rollenspiele macht, also eure Mitschüler und so weiter? Die meisten sagen dann erstmal, was ist denn LARP? Ja. Und da muss ich das denen erstmal erklären. Ja. Manche finden es total cool, manche interessiert es jetzt halt nicht so. Dass wir in diese Richtung gehen können. Weiter geht's in Richtung Elfenhain. Übrigens, vielleicht sind euch schon diese Personen aufgefallen, die nicht kostümiert sind und ein SL auf dem T-Shirt tragen. Das steht für Spielleiter oder Spielleiterin. Die SLs passen auf, dass die Geschichte so verläuft, wie sie soll. Zwei Spielleiter habe ich vorhin gefragt, worauf es bei einem guten LARP eigentlich ankommt. Markus und Erik haben sich die Geschichte fürs Spektakulus nämlich ausgedacht. Es ist wichtig, dass die Spieler direkt eintauchen können in diese Fantasiewelt. Wenn man noch Elemente aus der normalen Welt hier hat, dann können die halt nicht sofort in diese Fantasie, in diese mittelalterliche Welt eintauchen. Deswegen versuchen wir halt durch die ganzen Kulissen und den ganzen Aufbau genau das zu schaffen. Eine Welt, die halt anders ist als ihre normale Welt, um dann, dass die Spieler in ihre Charaktere direkt reinfinden können. Ihr macht quasi die ganze Geschichte drumherum? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wir planen halt eine grobe Idee, einen Plot nennen wir das, wie die Geschichte ablaufen soll und was dazwischen passiert. Das sind dann so kleine Aufgaben, Quests kann man das auch nennen, wo dann die NSCs mit den SCs gemeinsam spielen und diese Geschichte und diese Fantasiewelt eben gemeinsam erleben. Ja. Im Grunde beschreibe ich es immer ganz gerne als LARP ist ein großes Impro-Theater mit ganz vielen Akteuren. Jeder bringt seine Rolle mit rein. Und was würdet ihr sagen, wann ist am Ende so ein LARP richtig gelungen für euch? Wenn die Kinder Spaß hatten, das ist bei uns das Wichtigste. Und bei anderen Veranstaltungen ist es meistens, wenn die Geschichte einfach gut war. LARP-Veranstaltungen oder Conventions werden immer beliebter und größer. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland jedes Jahr etwa 600 Conventions. Zu den größten kommen tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Manche reisen sogar aus dem Ausland an. Dabei kann das Spiel zum Beispiel in einer mittelalterlichen Welt, aber auch in einer Science-Fiction-Welt stattfinden. Anfangs wurde LARP nur von Erwachsenen gespielt, mittlerweile gibt es aber auch einzelne Conventions für Kinder und Jugendliche. Wie das Spektakulus, wo sich Königin Lyra und ihre Gefolgsleute gerade vor den Toren Elfenhains versammeln. Die Banditen erwarten uns schon für die finale Schlacht. Lyras General schwört unsere Truppe auf den Kampf ein. Wir müssen sie vertreiben! Vorrücken! Achtet auf euer Nebenmann! Bekämpfen! Die Schlacht beginnt. Die Waffen sind übrigens alle aus Schaumstoff, damit sich niemand verletzt. Ein ganz schönes Durcheinander. Ich habe aber das Gefühl, Team Lyra gewinnt langsam die Oberhand. Und tatsächlich, die Schlacht ist gewonnen. So, die Banditen sind erfolgreich besiegt und hier ziehen sich jetzt alle mit Königin Lyra ins friedvolle Elfenhain zurück. Ich muss sagen, ich fand es mega spannend, mal in die Welt des LARPs abtauchen zu dürfen. Es ist so toll zu sehen, wie viel Spaß alle Kinder haben und vor allem mit wie viel Herzblut wirklich jeder dabei ist. Mich würde mal interessieren, hättet ihr eigentlich auch mal Lust, bei einem LARP teilzunehmen oder wart ihr vielleicht sogar schon mal bei einem? Schreibt mir das doch mal auf 9,5.de. Tschüss und bis nächste Woche. Ich gehe jetzt auch mal mit nach Elfenhain.